Hallo Freunde, heute zeigen wir nochmal, wie man von einer Form in eine andere umrechnet. Das sind die Koordinatenform, die Parameterform, die normalen Form. Ich nehme jeweils dann eine Ebene und rechne in die beiden anderen um. Die hessische Normalenform, die wir auch demnächst einführen, ist eher nicht unbedingt standardmäßig dabei. Also mache ich das lieber gesondert. Also fangen wir an. Ich nehme eine Ebene der Parameterform. Das heißt, wir haben e Doppelpunkt. Dann habe ich x und dann sagen wir 1, 2, 4 plus t minus 1, 2, 5 plus k 3, 2, 1. Und jetzt als erstes rechne ich das Ganze in die Koordinatenform. Die Methode habe ich euch schon mal gezeigt. Wir suchen den sogenannten normalen Vektor. Also wollen wir das minus n1 plus 2n2 plus 5n3 0 ergibt und 3n1 plus 2n2 plus n3 auch 0 ergibt. Und schon wieder kann ich hier sagen, sei n3 zum Beispiel 1, ja, also wir haben ja besprochen in den letzten Videos, dass dieser normalen Vektor gar nicht eindeutig ist. Da gibt es ja unendlich viele davon. Deswegen brauchen wir nur einen, der das tut. Und das ist ja am besten, wenn wir n3 so einfach wie möglich gestalten. Und dann schreiben wir dieses Gleichnis hier nochmal neu auf. Also wir haben jetzt minus n1 plus 2n2 plus 5 gleich 0 einerseits und 3n1 plus 2n2 plus 1 gleich 0 nochmal. Und ihr seht vielleicht, wenn ich jetzt die minus erste plus die zweite rechne, fällt das n2 weg. Also minus minus gibt mir plus. Ich habe 4n1. n2 ist nicht mehr da. Minus 5 plus 1 ist minus 4. Gleich 0. Das ist gut, weil dann ist n1 auch 1. Und was ist dann n2? Ja, gehen wir zum Beispiel hier hin. Setzen nochmal alles ein. Also minus 1 plus 2n2 plus 5 ergibt 0. Und das bedeutet, wir haben hier minus 1 plus 5, das ist 4. Auf die andere Seite minus 4 durch 2 minus 2. n2 ist minus 2. Wunderbar. Jetzt haben wir den normalen Vektor n. Der normalen Vektor n ist 1, minus 2 und 1. Und das ist gut so. Denn jetzt sind wir fast ready, um die Koordinatenform aufzuschreiben. Minus 1, 2. Nochmal gucken, bevor ich was falsch sage. Minus 1. Ne, 1 minus 2 und 1, wie ihr seht, hätte ich falsch gesagt. Also 1, hier habe ich, bei der Koordinatenform brauche ich kein Gleichheitszeichen, einfach Doppelpunkt. So, nochmal, einfach ein Doppelpunkt. x1 minus 2x2 plus x3 gleich einem d-Wert und den erhalten wir, indem wir einen Punkt nehmen aus der Ebene. Das ist 1, 2, 4. Der Stützvektor ist auf jeden Fall dabei. Also 1, 2 und 4. Was bekommen wir? 1, minus 4 und plus 4. Ja, das ist 1. Das ist unsere Koordinatenform. Also, die kann ich jetzt wegwischen, die brauche ich nicht. Das ist die Koordinatenform ready. Und die normalen Formen, ja, die geht ganz einfach. Das ist einfach, ich brauche ja Ox minus Oa. Oa ist ein Punkt. Ja, ich nehme jetzt den Spurpunkt. Ich muss nicht denselben Stützpunkt nehmen wie bei der Parameterform. Ich nehme zum Beispiel 1, 0, 0. Der ist auf jeden Fall dabei. Ja, ihr seht ja, wenn ich 1, 0, 0 einsetze, dann bekomme ich ja 1. Für x1, x2, x3 entsprechend mal den normalen Vektor, den wir eben ermittelt haben, also 1 minus 2, 1, das ergibt 0. Das ist die Umrechnung von der Parameterform in die Koordinatenform und in die normalen Form. Easy breezy. Jetzt gehen wir weiter und nehmen eine Ebene in der Koordinatenform. x1 plus x2 minus x3 gleich 5. Und rechnen diese Ebene in die
Parameterform und in die normalen Formen. Also die normalen Formen ist auch ganz easy, habe ich eben quasi gemacht, aber jetzt rechnen wir die erstmal in die Parameterform. Dafür nehme ich die Spurpunkte. Ich muss ja die Punkte wählen, ja? Also diese zwei Spanvektoren irgendwie auszudenken oder auszuwählen ist relativ kompliziert. Machen wir das lieber so, dass wir die Spurpunkte ablesen. Das ist in dem Fall ganz einfach. Wenn es nicht möglich ist mit den Spurpunkten, das sage ich euch im nächsten Video. Aber erst mit den Spurpunkten haben wir hier erstmal 500 für den ersten, für S2 haben wir 050 und für S3 haben wir 0, 0 und minus 5. Ja, und jetzt habe ich drei Punkte und jetzt bilde ich einfach daraus die Parameterform der Ebene. Also 500 nehme ich als ersten plus ein Vielfaches des Richtungsvektors minus 5, 5 und 0. Plus ein Vielfaches des Richtungsvektors S1, S3. Das ist minus 5, 0 und minus 5. Und wie ihr seht, man kann das noch vereinfachen. Also die endgültige Ebene in der Parameterform schreiben wir lieber mit kleineren Werten. Bei dem Stützvektor kann ich nichts machen, ja, weil der ist ja eindeutig. Aber die Richtungsvektoren und die Spanvektoren, die sind ja vielfach möglich. Und deswegen teilen wir das lieber hier durch 5. Also haben wir minus 1, 1, 0. Und hier teilen wir durch minus 5, am besten haben wir 1, 0, 1. Das war's. Das ist die Parameterform. So, und die Koordinatenform, ja, die ergibt sich auch fast von alleine. Schaut mal her. Ich habe hier Ox minus den Vektor OA, ja, zum Beispiel 5, 0, 0, mal den normalen Vektor. Der ist 1, 1, minus 1 und da soll 0 ergeben. So, das ist natürlich mit den Herleitungen, die wir vorher gemacht haben, ganz schnell und ganz einfach. Da muss man gar nicht so viel merken. Das läuft quasi von alleine. So, das war jetzt die Koordinatenform in die Parameterform und in die normalen Form. Jetzt nehme ich die normalen Form eine Ebene und mache nochmal das Umgekehrte. Also nehmen wir Ox minus ja, 1, 2, 3 mal 1. Minus 2, 5, so, gleich 0. Ich habe ja sofort den normalen Vektor, wie ihr seht. Also weiß ich sofort, die Ebene der Koordinatenform ist x1 minus 2 x2 plus 5x3 gleich einem d-Wert. Und den bekomme ich, indem ich 1 für x1, 2 für x2 und 3 für x3 einsetze, weil das ja ein Punkt ist aus der Ebene, der muss sein. Also 1 minus 4 ist minus 3. Und minus 3 plus 15 ist 12. Und das ist unsere Ebene. Schon wieder kann ich diese Werte wegwischen, die brauche ich nicht. So, das war die schnelle Umrechnung von der normalen Form in die Koordinatenform. Was ist jetzt mit der Parameterform? Direkt aus der normalen Form. Lass uns kurz überlegen, ist das möglich? Ja, das ist ein bisschen schwieriger hier. Bisschen aufwendiger. Warum? Ja, also wenn ich das über die Koordinatenform nicht machen möchte, dann habe ich ja hier erstmal einen Punkt, den kann ich als Stützvektor wählen. Das ist dann 1, 2, 3, das passt. Plus ein Vielfaches, und jetzt schaut mal, jetzt brauche ich hier einen Vektor, der senkrecht auf den 0 ergibt. Ja, also nochmal, hier ist der normalen Vektor. Und dann brauche ich habe ja eigentlich unendlich viele, wie ihr seht, all die sind als Spanvektoren für diese Ebene geeignet. Ich kann jetzt so viele auswählen, wie ich will. Ja, und dann kann ich mir einfach schnell überlegen, also 0, 0, 0 natürlich ergibt 0 skalar multipliziert, aber zum Beispiel, also am besten ist es, man nimmt eine Koordinaten 0. Die, dann nehme ich hier einfach minus 5 und hier 1 und schon bin ich durch. Weil hier habe ich minus 5 plus 5, das ergibt 0. Also minus 5, 0 und 1 ist ein super Kandidat. Und jetzt nehme ich den zweiten und dann nehme ich jetzt einfach bei der dritten 0. Schaut mal. Und ich will ja immer noch, also hier 0 und hier immer noch, was ich hatte, 1, minus 2 und 5. Ja, und ihr seht ja, wenn ich hier 2 nehme und hier 1, bin ich wieder durch. So, und das Einzige, worauf man aufpassen muss, dass diese beiden Spanvektoren, die ich jetzt hier aufstelle, nicht linear abhängig zueinander sind. Da sehen Sie aber nicht, das ist auf jeden Fall gesichert durch die Nullen. Ja, denn um die lineare Abhängigkeit zu haben, müsste ja ein Vielfaches von dem mir diesen Vektor ergeben. Und wie ihr seht, ein Vielfaches von 0 wird nie 1 und umgekehrt. Also wenn ich von dem anderen Vektor auf den ersten gucke, also so rückwärts
schaffe ich auch nie, indem ich mal erst multipliziere, was nicht 0 ist, sodass das aus 1 eine 0 wird. So, das war's. Das sind die Umrechnungen. Die letzte, ein bisschen aufwendige vielleicht, aber nur, wenn man das zum ersten Mal gesehen hat, danach versteht man das. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.